Es gibt so viele Cartoon-Charaktere, die positiv, fröhlich, gut gelaunt und alles in allem einfach super sympathisch sind. Und dann gibt es noch einige, die findet jeder unglaublich unsympathisch. Immer wenn man diese Charaktere allein nur eine Sekunde sieht, hat man einfach keinen Bock mehr auf die. Und über genau diese Charaktere sprechen wir heute. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr Bock auf weitere Cartoon-Videos habt. Und wir beginnen mit dem ersten unsympathischen Charakter. Und der erste Charakter, den ich so gar nicht ausstehen kann, wäre Randall von Disneys Große Pause. Alleine wenn ich ihn sehe, bekomme ich schon Aggression. Ja, Randall, die nervige Petze, die wirklich jeder gehasst hat. Der Typ war von allen in der Serie der unbeliebteste Schüler der ganzen Schule und hatte keine wirklichen Freunde. Randall war so typisches Mobbing-Material, würde ich sagen, da er versuchte, wirklich in allem einen Grund zu finden, um seine Mitschüler an Miss Finster zu verpetzen. Das hat er sich selbst zur Aufgabe gemacht und setzte es auch so ohne jegliche Empathie oder Verständnis in die Tat um. Sobald ein Schüler auch nur falsch atmet, rennt der Typ sofort zu seiner Gilf und petzt es. Egal, ob es stimmt oder nicht, wenn es ihm nicht passt, schreibt er sich das in seine Notizen rein und rennt schneller als Sonic zu ihr, um es zu petzen. Er hat es vor allem auf TJ und seine Freunde abgesehen, die ja immer irgendwelche Dinge machen, damit er spaßiger an der Schule wird. Die sind auch am meisten genervt von ihm, das kann ich aber auch zu 100% nachvollziehen. Dieser Boy hat mich damals auch immer zu sehr aufgeregt. Ich fand die ganzen Dinge, die TJ und die anderen in der Schule gemacht haben, ultra nice. Gut, dass da so ein paar Sachen vielleicht doch zu krass waren, ja, mag sein. Aber wegen alles und jedem sofort petzen? Nee, also nee, es geht echt nicht. Randall hat immer alles versaut. Sein Vater ist bestimmt stolz auf ihn. Lustigerweise ist er das sogar wirklich, denn dieser war damals sogar selber eine Petze. Wie der Vater, so der Sohn, ja. Und wenn wir schon bei Disneys großen Pause sind und gerade so ein bisschen über Miss Finster gesprochen haben, dann würde ich sagen, klappern wir sie auch nochmal kurz ab. Miss Finster wusste ja, wie gerade schon erwähnt, durch Randall immer ganz genau, was so abgeht. Und das nutzte sie dann auch dementsprechend gerne mal aus, weswegen sie auch keiner mag. Sie wird von so gut wie jedem Schüler gefürchtet und gehasst, vor allem von TJ, und das kann ich ebenfalls verdammt gut relaten. Ihre Aufgabe ist es, wirklich jedem Schüler den Spaß an der Schule zu verbieten. Und dabei ist es ja auch egal, ob die Schüler das getan haben oder nicht. Wenn sie von Randall irgendwas mitbekommt, geht sie sofort dahin und brüllt alle mit ihrem Megafon an. Das war immer so gottlos. Sie ist einfach das Klischee einer wirklich fiesen und massiv unsympathischen Lehrerin, die jeder von uns kennt, oder? Jeder von uns hatte doch safe genauso eine oder so eine ähnliche Lehrerin gehabt, die uns einfach den Schulalltag massivst kaputt gemacht hat. Allein wenn man sie gesehen hat, wusste man schon, dass irgendwas Negatives passieren wird. Wobei, das muss man auch dazu sagen, dass Miss Finster Charakterzüge zeigte, wo sie sympathischer wirkte und wo man sie und ihren Hintergrund mehr verstanden hat. Aber dennoch schauert es mir immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich sie sehe. Auch wenn ich sie und ihren Background ein wenig mehr verstehe, ist dieser unsympathische Touch weiterhin da und ich glaube, das geht sehr vielen so bei ihr. Und wenn wir schon bei alten, miesgelauten Omis sind, die anderen den Alltag vermiesen möchten, dann darf natürlich Mrs. Wicked, die Nachbarin von Mr. Bean aus der Mr. Bean Cartoon Serie, ebenfalls nicht fehlen. Sie ist die Vermieterin von Mr. Bean und verachtet Mr. Bean aus tiefstem Herzen. Und ich habe sie unfassbar gehasst. Ich fand sie so unsympathisch, oh mein Gott. Und by the way, kleiner Fun Fact. Sie hasst Mr. Bean in der Serie, weil er ihre Hochzeit ruiniert hatte, als er noch ein Kind war. Merkwürdig, dass ausgerechnet sie seine Vermieterin ist und ihn bis jetzt auch immer noch nicht rausgeschmissen hat. Und das, obwohl sie ihn hasst. Aber okay. Jedenfalls war das auch so ein Charakter, der mich immer aufgeregt hat, weil ich mir einfach nie vorstellen konnte, wie eine Omi so grausam sein kann. Ja, normalerweise sind Omis doch so mega lieb, sehr freundlich, fürsorglich und so weiter. Auch in Serien immer die nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Aber hier? Überhaupt nicht. Hier war sie der Teufel. Ja, wegen jedem Müll kackt sie Mr. Bean an und brüllt dann wie was weiß ich was durch den ganzen Flur. Als Zuschauer denkt man sich so, ja okay, übertreib. Er hat jetzt aus Versehen deine Taste kaputt gemacht oder seine Musik war mal lauter aufgedreht. Aber deswegen muss man ja nicht so abgehen. Ja, scheinbar schon. Sie hatte auch zudem so eine Katze, die ich auch immer weird und einfach nur nervig fand. Die konnte ich gar nicht mit anfangen, aber hey, da haben sich wirklich welche gefunden. Ohne Witz. Die Katze ging mir auch mega auf den Senkel. Aber ja, Mrs. Wicked war wirklich eine Furie. Die war so unsympathisch, das geht gar nicht. Und wenn wir uns sowieso über alte grimmige Nachbarn und immer schlecht gelaunten Personen unterhalten, dann darf ein ganz besonderer meiner Meinung nach überhaupt nicht fehlen. Und zwar Grantelbart aus Weihnachtsmann und Co. KG. Der hat nicht nur dem Weihnachtsmann und seinen Elfen die Weihnachtsstimmung vermiesen, bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen von euch hat er es bestimmt auch schon des Öfteren geschafft. Grantelbart habe ich wirklich nie gemocht. Das war so ein alter Grießkram, deren einzige Lebensaufgabe es war, das Weihnachtsfest für alle zu ruinieren.
Junge, was musst du denn bitte für ein Leben haben, um so einen Hass gegenüber Weihnachten zu entwickeln und vor allem diese ganzen Pläne zu schmieden und auch noch in die Tat umzusetzen? Das war so einer, wo man einfach so sehr gehofft hatte, dass seine Pläne so dermaßen schief gehen, damit Weihnachten ohne jeglichen Stress gefeiert werden kann. Und zum Glück haben seine Pläne nie wirklich funktioniert. Über wen ich hier auch nochmal kurz sprechen möchte, wäre sein Assistent Gugor. Dieser ist zwar nicht unsympathisch, aber dennoch gehört er ja zu Grantelmacht dazu. Und was soll ich sagen, den mochte ich eigentlich voll. Der wollte ja auch, wenn man ganz genau hingeschaut hat, nie wirklich bei den Plänen von Grantelmacht mitmachen. Vor allem, weil er sehr oft von ihm herumgeschubst wurde. Der hat es einfach gemacht, weil Grantelmacht ihm das befohlen hat. Und da hat mir Gugor dann doch sehr oft leid getan. Er hat das einfach gar nicht verdient gehabt. Und man merkt, er hatte echt einen weichen Kern und eine sympathische Seite gehabt und wird aber trotzdem so schlecht von Grantelmacht behandelt und muss doch Dinge machen, die er halt so gar nicht machen wollte. Und das muss doch echt nicht sein. Gugor war echt cool, aber Grantelmacht ist einer, wo ich gehofft hatte, dass der Weihnachtsmann ihm keine Geschenke schenkt. Doch dieser ist einfach zu gutmütig und schenkt ihm ab und zu was. Hätte er doch lieber nur Gugor was geschenkt. Naja. In Kosmonwander, wenn Elfen helfen, gibt es auch einen Charakter, der wie Grantelmacht wirklich immer schlecht gelaunt sowie verdammt unsympathisch wie kein anderer ist. Und zwar Vicky. Vicky ist ja die fiese Babysitterin von Timmy und bei ihr merkt man auf jeden Fall, sie hasst Kinder wirklich über alles. Das lässt sie die Kids auch sowas von spüren, da sie die verprügelt, quält oder sonst was. Ja, da passt der Job der Babysitterin wirklich perfekt zu ihr. Ich frage mich wirklich, wie sie diesen Job überhaupt bekommen hat. Aber Leute, wirklich, ich habe sie damals gehasst. Ich hasse sie auch immer noch, wenn ich mir Cosmonwander anschaue. Anders geht's aber auch nicht. Sie ist einfach von Natur aus ein Charakter, den man irgendwie hassen muss. Geht's euch da ähnlich? Das ist jetzt auch keine, die in der Sendung eine positive Charakterentwicklung erlebt hatte. Sie war von Anfang an, seit der ersten Folge, immer sehr gemein und bösartig und dadurch einfach verdammt unsympathisch. Das einzig Positive an ihr ist, dass sie neben Francis, dem Schläger, ein Hauptgrund dafür ist, warum Timmy überhaupt seine helfenden Elfen hat. Das war's. So, und jetzt kommt ein Charakter, von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass dieser so eine Babysitterin wie Vicky gebraucht hätte. Denn der war so unsympathisch und nervig. Die anderen, die ich erwähnt hatte bis jetzt, sind definitiv auch nervig und unsympathisch, aber der, Junge, Junge, er hat wirklich komplett auf allen Ebenen übertrieben. Den finden viele nicht nur unsympathisch, den hassen halt auch wirklich verdammt viele Menschen. Ich meine, es gibt sogar Hate-Pages von ihm. Und natürlich, wie soll es denn auch anders sein, ich rede hier ganz klar über Caillou. Caillou ist so ziemlich das nervigste Kind, was je auf dieser Welt existierte. Er heult immer wegen den kleinsten Dingen rum, verpetzt dann dauernd seine zweijährige kleine Schwester Rosie, obwohl sie für manches nicht mal was kann, beleidigt seine eigenen Freunde, hat auf gar nichts Bock, ja? Er wollte nicht mal baden. So, Junge, baden war als Kind das Geilste, was es jemals gab, ja? Er hat so oft genervt und rumgeheult und bekam für diese ganzen Heulereien und den ganzen Mist, den er machte, nicht mal wirklich Ärger. Seine Eltern sind die schlimmsten Eltern, die es gibt. Wenn er was Schlimmes angestellt hat, sagen sie ihm nur, dass es nicht so nett ist und dass er es doch mal lassen soll. Das war's. Das war's. Wow, danke für nichts, Kumpel Blase. Und wenn sie mal wirklich strenger werden sollten und was zu Caillous Verhalten sagen, heult er eiskalt drauf los. Er heult drauf los, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sind komplett verzweifelt, wirken null autoritär und geben dann schlussendlich nach. Oder denen ist es egal und sie lassen ihn dann einfach beim Weinen alleine. WTF, was sind das denn für Eltern bitte? Also wirklich, solche Eltern habe ich noch nie erlebt. Und dieser Charakter, Junge, Caillou gehört auch wirklich zu den top unsympathischen Charakteren, die es in Kinderserien so gibt. Da sind wir uns glaube ich alle einig, oder? Dieser Junge und auch alle anderen, die ich heute erwähnt habe, sind so dermaßen unsympathisch, dass mir dazu nichts weiteres mehr einfällt. Ich glaube, jeder von euch versteht, warum ich diese Figuren hier in die Liste mit reingenommen habe, oder?